Fuck. Freunde, guck mal bitte unten auf den Timer, 2 Stunden. Ich habe 2 Stunden gelabert und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, auch gar nicht mal so uninteressantes Zeug. Ich habe vergessen, die Scheiße aufzunehmen. Ich könnte heulen. Scheiße. Verdammte Scheiße. Ja. Ganz kurz nur. Das ist ein Timer, den ich mir gestellt habe für meine Wäsche, die aufhängt. Und ich habe richtig reingepowert. Wäsche, die läuft. Und ich habe richtig reingepowert und habe gemacht und getan. Habe richtig viel gebaut und wollte in 3 Stunden fertig werden mit dem Kram. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen, was ich alles Schönes gemacht habe. Zuerst mal habe ich hier den Boden gegen vernünftigen Boden ausgetauscht. Ne? Wunderschön. Weil Technikraum, Boden. Dann habe ich mich lang und breit darüber ausgelassen, dass wir ein Lager bauen. Erstmal, wir werden einen umlaufenden Gang hinter dem Technikraum haben, der von oben runterkommt von dem anderen Raum und dann eben in diesen anderen, von dem anderen Gang und dann eben in diesen Gang hier mündet. Der Gang wird einmal außen rumlaufen. Dann, ihr seht schon, ich habe 2 Stunden lang dieses scheiß Lager hier gebaut. Ich habe hier alles weggemacht, habe hier die Kisten gesetzt, erstmal provisorische Beleuchtung, habe hier hinter den ganzen Scheiß weggebaut. Ja, hier hinten, hinter, das ist ein sortiertes Lager. Habe hier hinter den ganzen Scheiß weggebaut, habe hier schon mal den Boden gelegt. Habe mich mehrfach darüber ausgelassen, dass wir eigentlich noch eine Ebene tiefer gehen wollen. Ich kann euch ja ganz kurz mal was zeigen. Hier ist eine Höhle. Total cool. Finde ich gut. Höhle ist schön, Höhle kann man immer gut gebrauchen. Ich habe sie erstmal zugebaut, weil ich mir dachte, naja gut, okay, es ist nicht so tragisch. Aber hier wäre eigentlich noch eine Ebene tiefer und hier wären dann eben Steine. Und ich blende euch mal einen Screenshot ein. Ne, so hätte es dann aussehen können und ich baue mich dann doch da jetzt so ein bisschen anders irgendwie rum. Hab hier wunderbar. Boah, ich habe viel erzählt. Ne? Ich habe auch über Emulation ganz viel erzählt. Über das Intro, was ich gebastelt habe, ganz schnell auf die Schnelle, was ihr am Anfang der Aufnahmesession gesehen habt. Ich habe mich darüber ausgelassen, welchen Emulator ich benutze, was Retro-Spiele sind und warum welcher Emulator nun cooler ist als der andere. Meine Güte, was habe ich alles erzählt? Es sind die besten 2 Stunden meines Lebens gewesen. Und ich... Rücken. Ah! Mann! Naja, blöder. Ich könnte mich selbst aufhalten. Mann! Das kotzt mich so an. Ich habe so schön erzählt. Ich habe tolle Sachen erzählt. Wie man
mit dem Emulator oder wie man an die ROMs kommt, ne, dass man die von der Cartridge laden muss, dass es da Hardware für gibt, dass es Emulatoren gibt, die eben die Firmware von den Chips benutzen, die auf den Cartridges und auf dem Super Nintendo drin sind. Und dass man da irgendwie die Sachen runterladen, man muss das ineinander kopieren und dann gibt es eben Emulatoren, die laden es aus einem Verzeichnis raus und ah, ich habe so schön erzählt, ich habe Märchen erzählt ohne Ende. Ich habe auch Energy Drink getrunken nebenbei, ja, den ich so in die Kamera halte, dass man die Marke nicht sehen kann, vielleicht will mich mal jemand sponsern irgendwann. Und ich habe tolle Geschichten erzählt, meine Güte. Und ich habe meinen Timer hier mehrfach in die Kamera gehalten, ja, hier, guck mal. Apropos, wir haben noch eine halbe, 40 Minuten noch. Mann! Ach ja, ich habe oben den Wald ein bisschen weiter gebaut. Guck mal hier. Kann man wahrscheinlich noch nicht sehen, weil er noch nicht gewachsen ist. Oh, und ich habe mich drüber ausgelassen, was man hier mit dem Mesekorn, warum das hier irgendwie das Spiel aufmacht und was man da ändern könnte, damit das funktioniert. Und, oh, meine Güte, was habe ich erzählt? Ja, und dann habe ich Idiot vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Natürlich ist es jetzt auch Nacht, das heißt, man sieht auch den Wald nicht vernünftig. Und du kannst dich erstmal verpissen hier, du Arschloch, du Blöder. Hau ab, ich will mit dir nichts zu tun haben. Na, hier der Wald. Ach ja, ich habe mich übrigens auch ausgiebig darüber ausgelassen. Wie wir die Stromversorgung von dem automatischen Grinden, Brennen, Craften und so weiter machen. Wir brauchen einen Turm. Wir müssen hier einen Turm bauen, weil wir Solarzellen haben. Die Solarzellen teile ich auf in einem 3x3 Grid mit je 3 Solarzellen von jedem Typ. Die müssen aber auf 50 Blöcke Höhe sein, weil die bei 50 Blöcken Höhe die Maximalleistung haben. Das heißt, hier muss ein Turm hin, der mindestens 50 Blöcke hoch ist. Wir sind jetzt hier bei 14 Blöcken. Wir müssen 50 Blöcke. Oh, man sieht hier, oh, guck mal hier, meine Güte, was hier alles ist. Und du haust ab hier. Ich hab dir schon mal gesagt, ich will dich hier nicht sehen. Ich bin sauer. Lass mich in Ruhe, ich bin sauer. Hau ab jetzt. Meine Güte. Ja. Sorry, aber ich muss mal kurz weg. Kleinen Moment. Oh, sorry, aber es ging nicht anders. Ah, Mann. Ja, also, wie gesagt, 50. Wieso füllen sich meine Herzen eigentlich nicht auf? Bin ich so verhungert? 50 Nodes hoch und dann gib ihm. Und dann machen wir hier schön nämlich runter. Stromleitung verlegen wir nach unten. Und nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Ja, ich nehme auf. Ja, tatsächlich. Oh. Habe ich den? Den habe ich. Puh. Oh ja, mir ist übrigens das Mesa ausgegangen, deswegen bin ich mit einer Hacke unterwegs. Mit einer Diamanthacke. Ich habe genug Cobblestone, um den Scheiß hier so zu machen, oder? Ja, so. Zumindest das hier haben wir. Da haben wir nämlich genug von diesen Scheißsteinen hier über. Und das. Richtig gutes Zeug. Richtig schwer zu kriegen. Wer mich kennt und meine Let's Plays häufiger guckt, der weiß ganz genau, wie langweilig das teilweise ist, wenn ich irgendwelche Geschichten erzähle. Diese Folgen, die letzten 4, die wären so geil geworden. Das wären die besten 4 Folgen des gesamten Let's Plays bisher und in die Zukunft gewesen. Ich sag es euch. Ich will nach Hause, ich kann nicht mehr. Ach, Mann, es ist doch scheiße, sowas. Ich erzähle die ganzen Geschichten, die ich erzählt habe, jetzt nicht nochmal. Da komme ich mir blöd bei vor. Tut mir leid. Ich bin frustriert, ich will nach Hause. Ah, Mann, oh.
wieder nur eine Fackel, naja. Ah, ja. Also, gehen wir das im Alltagstrott über. Eigentlich war ich ja fertig. Ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch schnell hier den Kram zu Ende bauen und dann wollte ich Feierabend machen. Weil ja meine Wäsche läuft und die Handtücher, die wollte ich gleich aufhängen. Und danach wollte ich eigentlich nicht nochmal wieder an den Rechner gehen. Ja. Ich habe dann 2,5 Stunden aufgenommen für... Ach komm, Alter, was ist das für eine Scheiße hier? Warum setzt du dich dann... Fick dich, Mann. Ich habe keine Lust mehr. Oh, das ärgert mich richtig, ne? Ganz ehrlich. Meine Freude ist so ein bisschen Übersprungshandlung gerade. Ach, Mann. Naja. Ja, das Lager. Es wird von hinten beleuchtet, ne? Mit Meselampen. Dazu muss ich nochmal in die Hülle gehen und ganz viel Zeug sammeln, weil wir ja auch den ganzen Technikkram bauen wollen. Ich habe das ja alles schon erzählt, aber das habt ihr natürlich nicht mitbekommen, weil ich... Also wir müssen auf jeden Fall nochmal runter, weil wir ja auch ganz viel Technikkram bauen wollen und die ganzen Materialien, die wir für den Technikkram brauchen, also sprich für den Grinder, für die Switching Stations, für den Transformator, für ja letztendlich alles, was wir irgendwie an Kram haben, den wir in irgendeiner Art und Weise bauen wollen, werden wir nicht drum rumkommen, dass wir nochmal Material holen müssen. Und das habe ich auch erzählt, aber ihr habt es natürlich nicht mitbekommen. Ich werde hier in dieser Aufnahmesession das Lager soweit fertig machen, dass wir zumindest diesen Gang haben. Ich gucke gleich mal, ob wir dann den Gang noch auch um das andere Lager einmal komplett rum, das andere Lager, um den Technikraum einmal komplett rumziehen. Ich habe auch hier schon ein bisschen angefangen. Na, also das geht hier einmal komplett rum. Um den kompletten Technikraum. Kommt dann hier drüben auf der anderen Seite wieder raus. Hier werden wir einen Raum bauen, wo dann die Batterien drin sind, weil natürlich das Solarzeug auf dem Dach von dem Turm ist natürlich nur für den Tag irgendwie brauchbar. Das heißt, abends, nachts läuft dann alles über die Batterien. Wir werden tagsüber auf jeden Fall einen guten Überschuss haben, weil die Solarzellen relativ effektiv sind oder effizient sind. Die Batterien müssen dann über Nacht das natürlich abfangen. Da muss man mal gucken, wie viel und wie lang die Batterien laufen können, wenn denn die Maschinen am Arbeiten sind. Strom wird dann hier entweder rauskommen oder hinten irgendwo rauskommen. Da muss man mal gucken. Ich habe mir das so gedacht, wir teilen das auf. Wir haben einmal eben diese Grinding Station, weil die Erze, die wir rausholen, wenn man die grindet, kommt da dieses Erzpulver raus. Und wenn man das Pulver, oder kommt zweimal das Pulver raus, und wenn man das Pulver brennt, kriegt man einen Barren. Und wenn man nur das Erz brennt an sich, das reine, da kriegt man halt einen Barren raus, aber hat halt eben einen Barren weniger, als wenn man da dann zweimal Pulver macht und das dann brennt. Das heißt, es wird einmal eine Grinding-Station geben. Direkt danach kommt eine Brennstation. Und danach müssen wir mal gucken, da kann man dann noch einen Autocrafter machen. Für die ganzen Erze, weil die Erze, die können dann natürlich auch in Blöcke ja, gecraftet werden. Und das läuft alles rüber in das andere Lager. Irgendwie hier durch den Gang durch oder so, oder hier irgendwie hinten rum oder irgendwie um die Ecke rum, keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Hier ist eine umlaufende Röhre, die komplett einmal irgendwie hier außen rum läuft, die dann eben entsprechend einmal Filter hat für die einzelnen Abschnitte. Also diese drei Kisten übereinander sind eben ein Abschnitt, so halbwegs logisch getrennt, dass man sagt, eben hier sind die Erze, hier sind die Erze, hier sind Erze. Hier sind Steinsorten drin, also Cobblestone, normaler Stone, oder dass man sagt eben Cobblestone und Wüsten-Cobblestone und so weiter, dass das alles so halbwegs logisch ist und das bedeutet also von hinten eine umlaufende Röhre, ein Filter, der eben sagt, ja, für diesen Abschnitt
das Material bitte hier reinleiten. Und der sitzt hier. Direkt hier sitzt der nächste Filter für eben diese unterste Kiste. Und das läuft dann eben nach oben durch. Das heißt, wir können hier nicht direkt dran, sondern gehen hier einfach einen Abstand drumherum. Alle Filter sind standardmäßig deaktiviert, die zu den einzelnen Abschnitten führen. Das heißt, alles landet am Ende, kommt ja hier an, landet am Ende hier oben in dieser Kiste. Oder drüben oben in der Kiste, muss man gucken, wie es dann am sinnvollsten ist später. Und das ist dann quasi die Schrottkiste, wo dann alles drin ist, was gesammelt wird. Und alles andere ist deaktiviert. Und wenn man dann irgendwas reinschmeißt, oder wenn ich dann hier was sage, irgendwie, ja komm, wir schmeißen jetzt was rein, das läuft dann natürlich erstmal in die Schrottkiste. Und dann kann man dann immer noch gucken, ja, wir machen einen neuen Abschnitt auf und sagen dann eben da, in diesen Abschnitt soll eben dieses Objekt entsprechend rein. Und dann landet das halt eben dann in der Kiste. Und dann sagt man dann eben, oder landet dann eben in diesem Abschnitt von Filtern hier oben. Und da sagt man dann eben in einem von den Filtern, ja, das kommt jetzt da rein. Hier vorne an die Kisten, da machen wir Schilder dran. Die Halbhuhn von der Schildermod, die passen da wunderbar rein. Screenshot habe ich euch, glaube ich, eingeblendet. Wenn nicht, mache ich es jetzt. Aber glaube ich, habe ich. Habe mich da ja grob dran orientiert. Auf dem Screenshot sieht man auch, dass das eigentlich hier noch eins tiefer ging. Ich habe relativ zu Anfang aber entschieden, dass wir das auf der Höhe eben lassen. Dass wir hier pro Seite 10 Kistentürme haben. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir hier genauso nochmal 20 Kistentürme und hinten nochmal einen weiteren, also 21 Kistentürme insgesamt. Mit jeweils 3 Kisten. Doppelkisten, wo dann auch gut das reinpasst. Und ja, das läuft dann so. Ja. Dann habe ich nur eine Fackel. Da hinten die jetzt da ist, die vorher da in der Ecke war. Nachher von hinten ist, wie gesagt, alles, hier kommen so Slopes rein, dass wir hier so eine kleine Wölbung haben. Kommen dann eigentlich übers, nee, wir machen hier so eine ganz normale Wölbung rein. Diese ist ja, das ist ja lichtdurchlässig, diese Steine oder diese Objekte. Und da kommen von hinten dann eben Meselampen dran oder Meselampen-Slabs oder sowas. Wir haben ja durch die Industrial Mese-Mod die Möglichkeit, da auch dann Mese uns herzustellen. Das ist alles kein Problem. Entschuldigung. Ich habe 2 Stunden geredet. Dann wird es beleuchtet. Dann kommen auch diese ganzen Fackeln hier vorne weg. Dann ist es hell genug. Und das der Fackelschein, oder die Helligkeit, wie sie jetzt ist, entspricht auch ungefähr der, wie es dann später ist. Und ich denke, das ist in Ordnung. Nur die Mitte, die ist natürlich dann irgendwie... Ja, wenn man es breiter machen würde, müsste man in der Mitte irgendwie Lampen bauen oder irgendwas anderes machen. Man könnte es natürlich auch super breit machen und dann das, was wir hier außenrum machen, quasi invertiert nochmal machen. Boah, das wäre dann aber echt ein großes Lager. Nee, vor allen Dingen muss man es ja so breit machen, das würde sogar tatsächlich gehen. Es wäre ja hier so breit wie so ein Abschnitt mit so 2 Rändern. Die Kisten würden auch in dem Winkel dann eben halt nach außen stehen. Also es würde tatsächlich gehen, dass man hier in der Mitte, wenn man es breiter macht, nochmal das quasi baut, was man außen baut. Und da hätte man dann auch Bläumer. Das wäre echt extrem. Ich denke mal, 3x21, ich glaube, das ist ausreichend. Aber lieber haben als brauchen, nicht wahr? So, wir hatten hier oben eine Decke zu machen. Spät haben wir es jetzt. 20 Minuten nehme ich schon auf. Nein, eigentlich nehme ich schon 2 Stunden und 20 Minuten auf. Aber die ersten 2 Stunden... Entschuldigung. Das musste raus. Wir können hier übrigens keine Lampen reinbauen, weil hier das direkt irgendwie dann das verdecken würde. Das habe ich auch lang und breit erklärt. Weil ja hier ein Node wäre, hier wäre ein Node, hier wäre ein Node und dann würde nämlich diese Kiste hier, auch wenn sie hier noch eine Öffnung hat, aber das wird auch verdeckt sein, dann wäre diese Kiste hier nämlich nicht benutzbar mit diesem Filtersystem. Das heißt, das bleibt hier so, wie es ist. Wir haben hier 2 schöne Fackeln dran.
Und wir können hier diesen Kack hier oben auch gleich mal rausreißen. Und blöden Scheiß, den Elenden. Alles gut. Ruhepuls, entspannte 130. Junge, gib ihm. So, ich habe oben Steine reingeschmissen, ne? Wegen irgendwas zum Brennen. Guck mal, hier sind wir eigentlich sogar durch. Ja, hier ist fertig. Die eine Fackel hier. Habe ich eigentlich, ich habe doch jetzt Kohle dabei. Habe ich Stöcker dabei? Nein, ich habe natürlich keine Stöcker dabei. Die habe ich alle verbraucht, die Stöcker. Na, ist alles entspannt. Alles entspannt. Guck mal, hier ist auch noch eine Lücke, ne? Die habe ich auch noch aufgelassen. Man könnte diese ganze Türgeschichte hier drüben auch noch bauen. Ja, würde dann ein bisschen anders aussehen als hier. Und hier ist halt dieser Technikstein. Ja. Muss man mal schauen. Also da unten Möglichkeit, da ist ja die Höhle, da kann man dann aber so einen kleinen Korb sich bauen, wo das dann alles drin ist. Das geht schon. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir mal schauen. Natürlich hat der Idiot jetzt nichts reingeschmissen. Blöder Scheiß. Jetzt nach 2 Stunden, die man aufgenommen hat, beziehungsweise nicht aufgenommen hat, ist das, glaube ich, auch in Ordnung. die müssen raus, die müssen rein. Ich habe keine verfickte Ahnung, wie viel wir brauchen. Keine bösen Wörter. Ich mache einfach mal, wir haben 21, das heißt, wir haben 20, 40 und die beiden 42. Ich habe mich garantiert verzählt, aber das ist egal. Von... Von dem hier. Machen wir das mit den Treppen. Wir brauchen Treppen. Wir haben jetzt ganz viele tolle Notes, die wir für nichts benutzen können. Die werde ich gleich alle schön einfach mal entsorgen. Und zwar jetzt. Und ich zähle nochmal kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 30 Treppen brauchen wir. Sollten wir eigentlich hinkriegen, 30 Treppen. Ach, guck mal, hier ist sogar noch ein Loch. Und tschüss, und tschüss, und tschüss. Braucht auch kein Mensch. Du sollst da unten rein. Ich hab dich weggeschmissen. Ich will dich nicht mehr. Tschüss. So. Ja. Ja. Boah, ey. Kriegen wir noch nie im Leben 30 Treppen raus. Oh. 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 Komm, leck mich am Arsch. Gut, dann haben wir ein paar mehr Treppen. Können wir eben immer gut gebrauchen. Aber hier haben wir auch Treppen. Also von daher, so Treppendesign ist dann eh angesagt. Und es macht das Platzieren auch einfacher. Lalalala. So. Genau, da war ja was. So. So. Oh, jetzt haben wir die schönen Steine da eingemauert. Egal.
nach dem Aufnahme-Fail bisher, da ist mir das jetzt auch egal. Ach, wir hätten das Ding eigentlich noch zwei breiter bauen können. Dann wäre da hinten wahrscheinlich auch noch was reingegangen. Weil wir hier ja auch noch dieses Design irgendwie haben. Naja, gut. Egal, dann ist das so, dann ist das so. Lalala, ich gehe aufs Klo, dann ist das so. Ach, der blöde Stein, der ist jetzt da oben drin. Ach, wie schade. Oh Gott, sagen wir keine Treppen mehr. Doch, haben wir genug gemacht jetzt. So. Ach komm, ey, Alter. Blöder Arsch. So. Doch. Es ist so wunderschön. Ich habe jetzt nichts mehr zu erzählen. Ich will mich ja nicht tausendmal wiederholen hier. Die ganzen schönen Geschichten, die ich alle erzählt habe, alle weg. Hm. Schade, schade, Schokolade. Slabs brauchen wir noch. Hier, komm, 15 Slabs. Was brauchen wir? 6, 12, 18. Wir brauchen mehr. Shift rechtsklick, ne? Hier, Shift rechtsklick zum Nehmen und rechtsklick zum Setzen. Zack. 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 Bam, 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 bam. Hier müssen wir gucken. Schraubendreher Action. Shift rechtsklick. Rechtsklick. Dreo. Da. La. Oh, ich hab keine mehr. Reichen 6? Ja, reichen 6. So. Dreomatico. Sodele. Da muss auch noch eine hin. Ja, guck mal hier, wie wenn es gewollt wäre, ne? Na? So, jetzt haben wir hier, das ist soweit alles versorgt. Und dahinter kommt jetzt so als Designelement in den Ecken das Ding hier rein. Wir geben halt auch den Scheiß hier gleich mal auf. Und man sieht auch schon, das ist auf jeden Fall durchlässig. Das heißt, hier hinten der Gang ist auch schon beleuchtet. Und der wird natürlich auch nach vorne dann schön durchbeleuchtet werden. Wenn dann hier hinten die Meselampen kommen. Die sitzen dann hier quasi an den Säulen einfach. Und dadurch hat man dann eine indirekte Beleuchtung. Im Innenraum von dem... Ach! Im Innenraum von dem Gebäude. Dann ist mir aufgefallen übrigens, habe ich auch eine ganz tolle Geschichte dazu erzählt, die Spitzhacken aus Mese scheinen... Jetzt habe ich mich reingebackt, ne? Habe ich mich durchgebackt? Ich habe mich doch hier gerade durchgebackt. Ich laufe wieder zurück. Die Spitzhacken aus Mese, die scheinen irgendwie... Vielleicht ist es mir nur nie aufgefallen, aber ich habe das Gefühl, die lösen sich schneller in ihre Bestandteile auf. Wieso ist das hier so hell und da so stockfinster? Ja, also die Mese-Spitzhacken scheinen irgendwie schnell verbraucht zu werden. Und die Diamanthacke, die hält irgendwie länger, aber das kann auch daran liegen, dass sich das einfach nur so anfühlt, als ob. So, ich lasse die Fackeln... Nee, ich mache die Fackeln dahinter. Ach, was mache ich denn da? Ich brauche hier Platz. Ich mache die Fackeln dahinter. Dann haben wir nämlich da von hinten schon mal die Beleuchtung und haben wir von hier vorne nämlich schön frei. Ja, also ich setze nochmal an. Die Mieserspitzhacken scheinen irgendwie vom Gefühl her sich schneller aufzubrauchen als früher oder als andere Hacken. Wo ich mich aber auch täuschen kann und dass mir das tatsächlich nur so vorkommt, als ob. Aber das scheint irgendwie so zu sein. Ja. Habe ich auch besser und breiter ausgeführt in den letzten 2 Stunden. Aber gut.
So ist es, ne? So ist es und so. So ist es halt. Oh. Ah, jetzt dunkel hier. So, dann gucken wir doch mal, ob das von der Beleuchtung her so klappt. Ich glaube, ich mache auf der anderen Seite zumindest für den Bau auch nochmal ein Loch rein. Ja, guck mal hier, das ist das, was ich meine. Also es ist alles schön hell beleuchtet. Die Meselampen sind nochmal heller und das sind dann eben drei hier dahinter. Das heißt, das wird auf jeden Fall hell genug und hier innen dann diese dunklen Stellen, die sind dann auch weg. Ich gehe mal eben kurz ein bisschen Kohle holen. Diese eine Fackel hier, ne? Brauchen wir die überhaupt? Brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Wenn wir hier auch noch dann irgendwie was dahin bauen. Ich glaube, dann ist es tatsächlich hell genug dann hier unten. Ah ja, das Lager hier, das werde ich so einrichten, dass hier einfach nur der ganze Holzkram reinkommt. Also verschiedene Holzsorten, verschiedene Blättersorten. Von den Standardbäumen. Also müsste dann auch sogar reichen tatsächlich irgendwie. Und hier der Wald, ich habe den jetzt mal hier um den Hügel rumgezogen. Können wir mal eben kurz gucken. Ein paar sind natürlich nicht gewachsen. Die holen wir dann auch wieder weg. Und da wollten wir, glaube ich, so lassen. Ne? Dann wird neu gepflanzt. So. Ja, der Wald wächst langsam hier rum, das ist gut. Dann, die Baumfarm muss vergrößert werden. Habe ich mich auch lang und breit drüber ausgelassen. Also geht das nicht. Das ist kein Zustand hier. Ist zwar hübsch, aber nein. Das heißt, das ganze Ding wird einmal vom Haus weiter wegrücken. Die Abstände zwischen den Bäumen werden verdoppelt. Und die Baumfarm wird dadurch natürlich entsprechend größer, weil die Anzahl der Bäume wird gleich bleiben. Aber die Abstände werden größer. Das heißt, diese komplette Fläche hier wird dann wohl Baumfarm werden. Machen wir dann mal irgendwann. Ich habe ja jetzt nun schon 2 Stunden aufgenommen. Beziehungsweise nicht aufgenommen. Das mache ich dann irgendwann in der nächsten Aufnahmesession. Von dieser Aufnahmesession habt ihr ja nun irgendwie 40 Minuten miterlebt. Oh, mein Timer läuft in 12 Minuten ab. Das heißt, meine Handtücher sind dann fertig. Fackeln. Ich wollte nach Kohle gucken. Ich habe keine Kohle mehr, ich habe kein Holz mehr, ich habe kein gar nichts mehr. Joa, leck mich am Arsch, war ganz gepflegt. Ich habe tatsächlich keine. So geht das nicht. Wozu haben wir diese schöne Baumfarm? Da wird nochmal ein bisschen Holz geholt. Da wird nochmal ein bisschen Holz geholt. Kann ich hier dann irgendwie durch? Da kommt man durch, gut. Also, das ist scheiße. Ich glaube, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das ist scheiße. Und mein Inventar ist natürlich wieder voll. Wie sollte es anders sein? Merkwürdig, ja. Also mal funktioniert die Mod, mal funktioniert sie nicht. Also das ist total mysteriös.
Oh, ich bin schon wieder voll. Naja, gut. Meine Güte, nochmal. Die Achse brauchen wir noch. Ich pflanze jetzt auch erstmal nicht wieder nach, weil ich die Baumfarm relativ zeitnah irgendwie umziehen möchte. Die Setzlinge, die jetzt noch da sind, sofern ich sie nicht abholz hier, die bleiben auch drin. Die können jetzt gerne nochmal nachwachsen. Aber der Rest bleibt dann jetzt, wie gesagt, erstmal leer. Ich bin schon wieder voll. Um die Baumfarm dann so ein bisschen ja, umbauen zu können, ohne da jetzt groß irgendwie nachdenken zu müssen, was da jetzt dann auch alles irgendwie drin wächst. So. Das ist dann hoffentlich auch vorbei. Dann sollte die auch hoffentlich vernünftig funktionieren. Oh, meine Güte nochmal. Ja, und hier der Scheiß. Na gut. Kommt denn die Fackel her? Ah, von dem. Das ist so ein... Ah! Scheiß Cobblestone. Ich würde gerne mal die Fackel einmal kurz korrigieren. Ja, mit der Wand, mit dem Hügel, da müssen wir dann gucken, ob das so bleiben soll oder ob das dann irgendwie anders kommt. Ja, keine Ahnung. Mache ich mir mal Gedanken drüber, wenn ich nicht schon 2 Stunden aufgenommen habe, von denen jetzt niemand was gesehen hat. Komm, leck mich am Arsch, Alter. Wir sollten gucken, dass wir hier den Wald nicht allzu nah an das Haus dran lassen, weil ja hier dann ein Zaun oder sowas drumherum sollte irgendwann mal. Naja. So, dann nutzen wir das ganze Ding hier mal und gucken mal, ob das denn so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ne? Ne? Inzwischen ist er warm geworden. Nach 2 Stunden ist das aber, glaube ich, auch. Passt dann schon so. Nun gucken wir mal. Das sollte ja inzwischen produktiv funktionieren hier. Da kommen die Blätter. Und hier müsste dann irgendwann das Holz ankommen. Ach, da kommt das Holz und geht rein. Sehr gut. Zumindest eine Sache, die funktioniert. Total unnötig, das da jetzt einmal durchlaufen zu lassen. Aber ich wollte mal schauen, dass wir mal ein bisschen Holzkohle machen. Die brauchen wir ja nur halt nun mal leider. Da führt nun kein Weg dran vorbei. Das heißt, wir verfeuern jetzt das schöne ganze Holz. Und danach machen wir uns dann nochmal schön ein paar Steinchen. So, wenn das brennt, beziehungsweise wir tun das hier mal rein, dass das nicht gleich aufhört. Kommen hier die Äpfel, die können wir gleich mal weghauen. So. Ja. Verbindung, Gang nach unten. Irgendwann mal. Ich habe hier noch eine ganze. Ich habe hier noch ganz viel Kram, der jetzt wieder ins Inventar kommt. So. Ja, da müssen wir jetzt mal eben kurz gucken. Wollte ja die Fackeln machen, deswegen habe ich ja den ganzen Scheiß mit den Bäumen jetzt gemacht. Das heißt, ich brauche mal hier ein paar davon. Ich brauche vielleicht auch mal den einen oder anderen Baum. Oh, ey. Dass wir da ein paar Stöcker haben. So. 80 Fackeln, ja, muss reichen. So. Ach ja, so, dann wieder rein, wieder runter. Ja, so. Ja, da auch hin. Hab ich das hier gemacht? Nein, natürlich nicht. So. Bin ich hier einmal rum, da bin ich einmal rum. Sehr gut. Ja.
Also wie gesagt, Beleuchtung dann von hinten mit Meselampen. Der Gang hier. Oh. Schauen wir mal, wie weit er denn hier tatsächlich kommt. Ich bin natürlich schon wieder voll. Komm, jetzt leck mich mal hier am Arsch. Ist das die Schrottkiste? Ja, das ist die Schrottkiste. Nee, die brauche ich gleich. Brauche ich nicht, 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 brauche ich nicht. Wald können wir gleich mal nachpflanzen, sonst werden wir da nie mit fertig. Bis dahin sollten dann auch die Steine gebrannt sein, die Kohle fertig gebrannt sein. Ist natürlich wieder dunkel. Baum, 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 Baum. So, ja, so, hier unten auch noch. Ja, hier auch noch hin, so. Ah, das ist zu eng, naja, gut, egal. Da vielleicht hin, da. Nee, ist zu nah. Hier hin. Dahin, dahin. Ja, so langsam kommen wir dran, ne? So langsam kommen wir dran, dann wird es auch schon wieder hell, sehr gut. Jetzt, wo ich fertig bin mit Platzieren, wird es wieder hell. Okay. Kann nicht mitleben. Gucken wir mal, wie dicht der dann tatsächlich wird, der Wald. Und aus dem Wald heraus wächst dann eben der Turm. Guck mal, ob ich den vielleicht hier tatsächlich irgendwie hinsetze, den Turm. Sollte ja nicht allzu weit weg sein, dass der geladen bleibt. Ich weiß nicht, wie das mit dem Strom läuft, ob der geladen sein muss, der Bereich, wo der dann ist. Wobei die Fläche sollte eigentlich groß genug sein. Ich guck mal, ob ich den hier vielleicht irgendwie hinsetze. Der wächst dann halt raus und der ist dann umgeben wirklich von Wald. Und wenn man dann oben drüber guckt, sieht man dann eben nur die Baumkronen. Müsste eigentlich jetzt ja auch schon irgendwie gehen, ne? Hier so wie hier, so wie da, dass man hier eben nur die Baumkronen sieht und dann wächst da eben so ein Turm raus. Der sieht von außen dann aus wie so ein normaler Turm und oben drauf auf dem Dach, da sieht man es dann nicht. Da sind dann die Solarzellen. Und dann läuft eben der Strom runter, unterirdisch dann eben in den Batterieraum, sag ich mal. Und Kohle haben wir, glaube ich, genug. Ja, tun wir die mal hier rein. Und aus dem Batterieraum kommt halt eben dann der Strom und verteilt sich dann. So, wir machen mal eben ganz kurz weiter noch. Wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten noch? Ja, ich denke mal 2 Minuten. Wir machen so viel, wie wir kommen, und dann ist die Scheißfolge dann noch vorbei. Ach, Mann. Mann, 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 Mann. Habe ich das Inventar gar nicht groß ausgeleert, ne? Ne, doch ein bisschen, gut. Gucken wir mal, ob wir zumindest einmal irgendwie. Ne, wahrscheinlich nicht. Aber ist. Ups, ist auch egal. Ah, hier ist der Raum auch vorbei. Okay. Da ist der Raum vorbei. Das ist doch schon mal schön. Dann ist der ja gar nicht so groß. Da wird es wieder dunkel. Da wird es dann auch wieder dunkel so langsam. Ich glaube, hier ist dann auch schon die Ecke wieder, ne? Ja, guck mal, hier ist dann auch wieder die Ecke. Da sind wir ja tatsächlich einmal rum, ne? Das ist so wunderbar. Passt mir sehr gut. Und hier wird dann irgendwo von oben dann quasi die Treppe nach unten kommen. Den Bereich hier hinten tatsächlich braucht, ist natürlich dann die andere Frage. Die ganzen Röhren und so, die gucken wir mal, wie wir die verlegen, aber es wird auf jeden Fall hier hinten ein bisschen was genutzt werden. Dafür machen wir den Technikkram ja. Ne? Also, das kann man es auch sein lassen, kann sagen, ja, hier hinter ist halt zu, wir machen alles oberirdisch, aber wir wollen ja auch so ein bisschen. Ja, hier ist dann eben Sackgasse, na, da ist dann vorbei. Jetzt gehen wir das Ganze nochmal zurück.
Aber wir wollen ja auch so ein bisschen Platz haben, dann irgendwie, um dann Sachen machen zu können, ohne dass man Sachen außen sieht. Das soll alles schön, schön clean sein, ohne dass man es groß sehen kann. Röhren, die aus der Wand kommen, Röhren, die in die Wand reingehen, das ist in Ordnung, aber irgendwie jetzt. Ja. Vielen Dank. Das war der Timer für meine Wäsche. Ja, lass die Maschine jetzt nochmal kurz ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja, die dreht ja mal nochmal so ein paar Mal nach. So knitterschutzmäßig und so. Dass wir hier zumindest einmal zwei breit haben. So. So. Ja, komm, leck mich am Arsch. Und gehen wir nach Hause. Gehen wir nach Hause, weil Caps Lock an, es geht das natürlich nicht. Diese Folge, ne, ganz ehrlich. Nein. Also, das war's für diese Aufnahmesession, die 3 Stunden gedauert hat, von denen ihr jetzt 1 Stunde am Stück gesehen habt. Ich lasse das in einer Folge. Das ist mir scheißegal. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession. Hoffentlich. Haut rein. Tschö.